So, wir Hallo? Wollen die Trophäe. Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich bin an der Reihe. Ihre Hilfe. Freischalten. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen. Das heißt, wir müssen einen Androiden nur mit Hilfe des Wagenhebers erschlagen. Mit dem Ding hier. Und das ist nicht ganz einfach. Ich versuch's mal. Wenn die mich wütend werden und zugreifen, zupacken, dann hast du keine Chance. Kann ich Ihnen helfen? Nee. Oh, falsche Richtung geflohen. So, jetzt laufe ich nämlich weg. Und hoffe, er kommt nicht hinterher. Wenn er hinterher kommt, dann ist die Chance vertan. Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Apollo-Kanzel bedient, die an ihre Anfragen zusammenfassen. Da muss ich ihn nicht jetzt erst wieder beruhigen, das heißt weiße Augen kriegen. Wir behalten Details im Auge, sodass wir mal sehen, ob er kommt. Nee. Alles klar. So. Jetzt weiter zum nächsten Angriff. Ups, wo ist er? Da steht er. Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Syntheten des Modells hier. Ja, scheiße. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit ungeführten menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seeks und Hebe sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da können sie sicher sein. Das ist das Seeks-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. So. Mal gucken. Ja, Luft ist rein. Aber er muss natürlich so stehen, dass ich mich von hinten ranschleichen kann. Sonst hat das ja keinen Wert, wenn er mich gleich sieht. Soll ich mich denn da ranschleichen an den? Ohne dass er mich sieht. Aha. Sehr gut. Jetzt können wir es nochmal machen. Sicherheit und Wohlbefinden sind